Hallo, mein Name ist Peter Vogel und ich würde euch gerne heute die Datenbank Pressreader vorstellen. Alle Datenbanken erreicht ihr über unsere Homepage stadtbibliotheken-neuss.de und wenn ihr die Homepage weiter etwas runterscrollt, gibt es hier einen großen Button, der nennt sich Datenbanken. Den klickt ihr an und dann findet ihr die Datenbank Pressreader relativ weit vorne. Die klickt ihr wieder an. Gebt eure Lesenummer ein und euer Passwort. Und klickt dann auf Anmelden. So, was ihr jetzt seht, das ist die Eingangsseite von Pressreader. Es ist so aufgebaut, dass Pressreader seine Empfehlungen rechts von dem Bild publiziert. Ihr könnt aber auch direkt, falls ihr an deutschsprachigen Zeitungen und Zeitschriften interessiert seid, auf Deutschland klicken. Und dann habt ihr erstmal eine ganze Variation von Zeitungen und Zeitschriften, die Pressreader nur für den deutschen Bereich anbietet. Wenn ihr zum Beispiel eine regionale Zeitung sucht, wie zum Beispiel die NGZ, reicht es, wenn ihr oben auf die Suchmaske geht und dann Neuss eingebt. Dann wird euch gleich schon die Neuss-Grevenbrucher Zeitung angezeigt. An regionalen Zeitungen ist einmal die NGZ enthalten und es ist bei den Zeitungen die Rheinische Post enthalten. Alle anderen Zeitungen sind eher kleinere Zeitungen. Münchner, Abendpost etc., die vielleicht nicht so von Interesse sind. Wenn ihr die großen Zeitungen sucht, wie die Süddeutsche Zeitung oder der Spiegel, die Welt etc., die würdet ihr tatsächlich eher über die Online finden. Aber die regionalen Zeitungen NGZ, Rheinische Post, wäre Pressreader die erste Adresse. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wir haben jetzt die Neuss-Grevenbrucher Zeitung aufgeschlagen. Ihr seht, das ist die Seitenansicht. Um meinen Artikel zu lesen, reicht es, wenn ihr auf die Textansicht geht. Dann habt ihr einen Artikel in einer sehr lesbaren Form. Ihr müsst dann weiter scrollen, bis ihr einen grünen Pfeil erreicht. Der grüne Pfeil bedeutet, dass sich noch mehr Inhalte dahinter verbergt. Zurück kommt ihr immer mit dem Kaffeesymbol, das ihr links oben seht. Dann macht ihr wieder Titel auswählen. Wenn ihr wissen wollt, okay, wie viele Zeitungen und Zeitschriften hat Deutschland denn überhaupt, dann geht ihr nochmal auf Deutschland. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier unten unter Publikationsformen auszuwählen. Zeitschriften gibt es 149, Zeitungen 177. Schaut euch mal die Zeitschriften an. An Zeitschriften gibt es eine breite Variante von Fotozeitschriften, über Computerzeitschriften, über Zeitschriften wie Landliebe, aber auch viele Boulevardzeitungen wie Die Bunte ist dabei, Bravo etc. Guckt einfach mal rein, ich denke, das ist bestimmt etwas dabei, was euch gefallen wird. Gleichzeitig seht ihr aber auch auf der linken Ecke sogenannte Kategorien. Das heißt, hier könnt ihr auch nochmal speziell gucken, okay, was gibt es denn zum Beispiel zum Thema Fitness und Gesundheit? Da werden drei Stück angezeigt. Vielleicht ist etwas für euch dabei. Stöbert einfach mal und schaut, ob ihr etwas findet, was euch gefällt. Pressreader ist aber nicht nur eine Zeitung- und Zeitschriftendatenbank, die ausschließlich deutschlandweit Sachen vertritt, sondern ist international ausgelegt. Das heißt, hier findet ihr viele internationale Zeitungen und Zeitschriften. Um diese zu erreichen, geht ihr wieder auf das Kaffeesymbol, auf Titel auswählen. Und wenn ihr jetzt auf Länder hier oben klickt, könnt ihr euch zum Beispiel ein Land aussuchen. Nehmen wir mal Dänemark.
Und dann seht ihr die dänischen Zeitungen und Zeitschriften, die es gibt. Die könnt ihr genauso öffnen, wie wir es eben gemacht haben. Wir können uns ja mal Bitcoin uns anschauen. Der Aufbau ist ein ähnlicher. Man hat eine Seitenansicht und man hat eine Textansicht. Gleichzeitig hat man hier aber auch die Möglichkeit, die Zeitung zu übersetzen, zu teilen. Man kann sie sich vorlesen lassen, etc. Das war jetzt erstmal eine kurze Einführung in die Datenbank Pressreader. Probiert es einfach aus. Ich bin gespannt auf eure Reaktionen. Schreibt mir gerne. Um euch wieder abzumelden, müsst ihr noch einmal Bibliothek abmelden klicken. Und dann seid ihr in der Datenbank abgemeldet. Wir haben gleichzeitig hier ebenfalls unter Pressreader noch eine Anleitung im PDF-Format, wo nochmal beschrieben wird, wie ihr euch am besten anmelden könnt. Hier wird aber auch nochmal beschrieben, wie ihr zum Beispiel die Pressreader-App nutzen könnt. Ich hoffe, das hat euch heute etwas weitergebracht und ich bedanke mich bei euch.